Hallo und herzlich willkommen. Wieder ein sommerliches Muster, was ich für euch vorbereitet habe. Wie du siehst, wir haben hier diese sogenannte Netzmuster. Ich habe extra hier unten was Helles hingelegt, um das besser zu sehen. Wir haben diese Netzmuster und dazwischen haben wir ein Karo, kann man sagen, aus rechten Maschen gestickt. Was kann ich zu diesem Muster sagen? Dieses Muster besteht aus 10 Maschen plus 5 Maschen vom Rapport und 5 nach dem Rapport. Nach oben haben wir 20 Reihen. Im Grunde genommen ist das ganz einfaches Muster, weil die hintere Reihe oder die Rückseite, Entschuldigung, stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Das heißt, da wo wir die rechten Maschen gestrickt haben zum Beispiel, stricken wir die linke Maschen und so weiter und so weiter. Obwohl bei diesem Muster, das sage ich gleich am Anfang, wie die Maschen erscheinen, bei dem Muster erscheinen die in jeder geraden Reihe als linke Maschen. Das heißt, wir stricken auch die Umschläge nach links. Ich würde mit euch jetzt ein Rapport stricken. So, Entschuldigung, hat meine Tochter gerade angerufen und ich habe vergessen, mein Handy auszuschalten. So, nochmal zu diesem Muster. Wir würden zusammen ein Rapport stricken. Ich habe jetzt ein bisschen dickere Wolle dazu genommen. Das heißt, wir stricken 5 Maschen vorm Rapport, 10 Maschen Rapport und 5 Maschen nach dem Rapport. Ich habe hier, was ich euch zeige gerade, habe ich 3 Rapports gestrickt, das heißt 3 Rapports je 10 Maschen und die 5 Maschen vom Rapport und 5 nach dem Rapport plus 2 Randmaschen. Insgesamt habe ich jetzt 42 Maschen auf meine Stricknadel. Das ist die Nadel, mit der ich nicht gestrickt habe. Ich habe eine solche Nadel, wo ich das einfach hier breiter machen kann. Und gestrickt habe ich mit Baby Merino vom Drops Unicolor. Das ist die Farbe, heißt Petrol. Und Nummer hat sie 42. Wir haben bei 50 Gramm haben wir 175 Meter. Für Stricknadel 3 mm und mit solchen habe ich auch hier gestrickt und wie ich sagte, bei 42 Maschen habe ich ungefähr 23 cm. 23 cm. Dadurch, dass wir hier diese Karo dazwischen haben, sieht das ganz toll aus. Wie du siehst, vielleicht jetzt ist das ein bisschen besser zu sehen. Und jetzt ganz kurz zur Skizze. Die Skizze kann ich dir per E-Mail oder bei Facebook auf privat schicken. Oder wenn du am Anfang von meinem Video das auf Pause machst, kannst du dir das abschreiben. Weil das, wie du siehst, es ist wirklich ganz, ganz einfach. Wir haben hier mit diesem Punkt, die von euch, die nicht das erste Mal bei mir sind, wissen, dass das 2 Maschen zusammen, die sich nach links biegen, überzogen sind. Mit diesem Punkt haben wir überzogene Maschen, die sich nach links biegen. Dann haben wir hier die Umschläge und wie du siehst, wir haben nur rechte Maschen. Das heißt, in den geraden Reihen erscheinen die alle Maschen als linke Maschen und so würden die auch gestrickt. Wenn du fängst an zu stricken, am besten liegt dir da was vor immer, weil es ist so, dass du weißt, welche Reihe, weil das
Das sind so viele Umschläge hier, diese Kreise und die zwei Maschen überzogen, dass nicht, dass du nachher Fehler machst und weißt nicht, welche Reihe du gestrickt hast. Deswegen mein Tipp, leg dir immer was da über die Reihe oder vor der Reihe, je nachdem, nicht, dass du da irgendwelche Fehler machst, weil dann sieht man das. Bei dem Muster, wenn du die Karos da strickst, sieht man das natürlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Wie ich schon sagte, ich würde jetzt mit etwas dicker Wolle stricken. Wir stricken, wie gesagt, nur ein Rapport plus zwei, fünf Maschen vom Rapport und fünf Maschen nach dem Rapport. Ich habe jetzt helle Wolle genommen und schwarze Stricknadel, dass du das ein bisschen besser sehen kannst. Wir fangen an mit Randmasche. Die Randmasche, die erste Masche, die erste Randmasche, die stricke ich nicht, die hebe ich. Die wird einfach ohne zu stricken gehoben. Danach haben wir eine Masche rechts, eine rechte Masche. Umschlag und zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen, aber überzogen. Das heißt, eine Masche heben, die zweite Masche rechts stricken, die gehobene Masche über die gestrickte Masche ziehen. Ein Umschlag und wieder eine Masche heben, eine Masche stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Das sind jetzt die fünf Maschen, die ich vor dem Rapport stricke. Und das kannst du dir zum Beispiel ein Markierer hier aufhängen, dass du weißt, dass das, wenn du mehrere Rapports strickst, nicht so wie wenn ich stricke nur einen Rapport, dann brauche ich das nicht. Das ist nur wieder ein Tipp von mir, dass du kannst, wenn du mehrere Rapports strickst, dann brauchst du nicht zählen. Jetzt stricken wir, das waren wie gesagt die fünf Maschen vom Rapport und jetzt kommen wir zum Rapport. Rapport habe ich da, wie du gesehen hast, rot gezeichnet, die 10 Maschen und die Reihen nach oben. Also, wir fangen an mit dem Rapport und da fangen wir an mit einem Umschlag. Eine Masche heben, eine Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag, eine Masche heben, eine Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag, eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag, eine Masche heben, eine Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag, eine heben, eine stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Und die fünf Maschen nach dem Rapport, Umschlag, heben, stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Umschlag, eine heben, eine stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Und als letzte haben wir eine Masche rechts und die letzte Masche ist die Randmasche, die stricke ich nach links. Das war die erste Reihe. Die zweite Reihe sowie alle anderen geraden Reihen stricken wir bei dem Muster, stricken wir alle Maschen nach links. Und jetzt stricke ich mit euch die zweite Reihe. Die nächsten geraden Reihen kannst du schon allein links stricken. Ich wollte euch zeigen, die Umschläge stricken wir nach links. Faden nach vorne, hier und einfach die Maschen
links abstrecken. Das ist jetzt die zweite gerade Reihe. Die nächsten geraden Reihen, das heißt 4, 6 und so weiter, strecken wir alle Maschen links. So, jetzt kommt die dritte Reihe. Da haben wir die Randmasche und dann kommt ein Umschlag, eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag, eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Und jetzt kommt ein Umschlag. Und danach kommen wieder unsere Rapportmaschen. Und da ist wieder ein Tipp von mir, was ich dir gleich zeige, dass ich nicht immer auf meinen Rapport gucken muss, weiß ich Bescheid, dass 1, 2, 3, 4, 5 mal überzogen und 5 mal Umschläge. Das ist so, ich habe mir das einfach so ausgedacht, dass ich nicht immer auf meine Skizze gucken muss. In dem Fall habe ich 5 mal überzogene und 5 Umschläge. Das heißt, jetzt eine Masche oder einmal überzogen, Umschlag. Zweites Mal drittes Mal vierte Mal und fünfte Mal. So, Rapport ist jetzt fertig. Und jetzt kommen die 5 nach dem Rapport. Das heißt, eine heben wieder, eine stricken und die gehobene über die gestrickte. Nochmal Umschlag und das letzte Mal und die über die gestrickte. Und die letzte Masche ist die Randmasche, die stricke ich nach links. Das war die dritte Reihe, die vierte stricken wir alle Maschen nach links. Wir kommen jetzt zur fünften Reihe, da haben wir die Randmasche, jetzt stricken wir die 5 Maschen vom Rapport. Eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche heben, eine Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und noch einmal überzogen. So. Und jetzt fangen wir mit unserem Rapport und da haben wir einen Umschlag. Eine heben, die zweite stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und noch einmal eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Danach kommen 2 Maschen rechts. Das ist, wir fangen jetzt an mit unserem Karo. Ein Umschlag danach, eine heben, die zweite stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen, ein Umschlag und noch einmal heben, stricken, über die gestrickte ziehen. Das waren unsere Mustermaschen und jetzt kommen die 5 Maschen nach dem Rapport. Ein Umschlag, eine Masche heben, eine Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen, ein Umschlag und noch einmal eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen, eine Masche rechts und unsere Randmasche. Das war die 5. Reihe, die 6. stricken wir alle Maschen links. Wir sind jetzt bei der 7. Reihe, die Randmasche. Und danach haben wir einen Umschlag, eine Masche heben, die zweite Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen.
Umschlag, eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Und ein Umschlag. Das waren 5 Maschen vom Rapport. Und jetzt unser Rapport, eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen, ein Umschlag und noch einmal 2 zusammen nach links überzogen. Und danach haben wir 4 Maschen rechts für unser Karo-Muster. 4 Maschen. Danach ein Umschlag, eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen und ein Umschlag. Und dann haben wir, das war unser Rapport schon fertig, dann eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Umschlag, eine heben, eine stricken, überziehen, Umschlag, eine heben, eine stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen und die Randmasche, die ich nach links stricke. Das war die 7. Reihe. Wir kommen zur Reihe 9 und da haben wir als erste die Randmasche, danach haben wir eine Masche rechts. Randmasche, eine rechte Masche, ein Umschlag, eine heben, die zweite stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen, ein Umschlag und wieder eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Und jetzt kommt unser Rapport, Umschlag, eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Umschlag, eine heben, die zweite stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Und jetzt kommen 2 rechte Maschen für unser Karo-Muster und wieder ein Umschlag, eine heben, die zweite stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Umschlag und wieder eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Und jetzt noch ganz schnell, falls du, du kannst natürlich, wenn du ein Stirnband strickst zum Beispiel, dann hast du vielleicht genug Maschen, aber wenn du diese Muster für ein anderes Projekt benutzt, sagen wir für Strickjacke oder Pullover, dann strickst du natürlich mehrere Rapports. Das heißt, du strickst weiter ab diese rote Linie. Das heißt, da wo wir wieder mit dem Rapport anfangen. Und erst am Ende, wenn du schon deine 5 oder 6 Rapports fertig hast, dann strickst du die 5 Maschen nach dem Rapport. Da ich nur einen Rapport mit euch stricke, beende ich meine Arbeit jetzt mit den 5 Maschen nach dem Rapport. Und zwar in der 9. Reihe sind wir jetzt. Und wir stricken, wir machen jetzt einen Umschlag. Eine Masche heben, eine Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Umschlag, eine heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen, eine Masche rechts und eine Masche links. Das war die 9. Reihe und jetzt die 10. stricken wir so, wie die Maschen erscheinen und bei dem Muster erscheinen die als linke Maschen. Wir kommen jetzt zur 11. Reihe, die Randmasche. Danach haben wir einen Umschlag, eine heben, eine stricken und überziehen. Wieder ein Umschlag, eine heben, eine stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Und ein Umschlag. Und jetzt kommt unser Rapport und da haben wir wieder 5 Umschläge und 5 überzogene. Also stricke ich einmal überzogen, ein Umschlag. Zweite Mal überzogen. Ein Umschlag,
dritte Mal überzogen, ein Umschlag, vierte Mal, ein Umschlag und fünfte Mal. Ein Umschlag und mein Rapport habe ich beendet. Jetzt stricke ich die fünf Maschen nach dem Rapport. Einmal überzogen, Umschlag, zweites Mal überzogen, Umschlag und das dritte Mal überzogen. Und als letzte habe ich die Randmasche, die stricke ich nach links. Das war die Reihe 11, die 12 stricken wir alle Maschen links. Die 13. Reihe, Randmasche, eine Masche rechts, ein Umschlag. Eine heben, die zweite rechts stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und nochmal. Und wieder haben wir 5 Umschläge und 5 überzogene. Einmal, zweimal, drei, vier, und 5. Und unser Rapport haben wir beendet. 5 Umschläge und 5 überzogene. Und nach dem Rapport 5 Maschen, ein Umschlag, eine heben, die zweite stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und noch einmal, eine heben, die zweite stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen, eine Masche rechts und die Randmasche nach links. Das war die Reihe 13. Die 15. Reihe, Randmasche, ein Umschlag. 2 zusammen überzogen, ein Umschlag, 2 zusammen überzogen. Und danach haben wir eine Masche rechts. Das waren unsere 5 Maschen vom Rapport. Und jetzt fangen wir an mit unserem Rapport. Wir haben eine rechte Masche, Umschlag, überzogen. Umschlag, überzogen. Umschlag, überzogen. Umschlag überzogen und eine rechte Masche. Das war unser Rapport. Jetzt kommen die 5 nach dem Rapport. Eine rechts, ein Umschlag, eine überzogen, Umschlag, einmal überzogen. Und die letzte Masche ist die Randmasche, die stricke ich die letzte nach links. Das war die Reihe 15. 17. Reihe, eine Randmasche und eine Masche rechts. Ein Umschlag, eine Masche heben, die zweite Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. 2 Maschen rechts. Und jetzt fangen wir an mit unserem Rapport. Da haben wir 2 rechte Maschen und 3 Umschläge und 3-mal, 3-mal 2 Maschen überzogen. Okay, nach den 2 Maschen jetzt in unserem Rapport haben wir 3 Umschläge und 3 überzogen. Einmal Umschlag. Zweimal und dreimal. Danach haben wir 2 Maschen rechts. Unser Rapport ist fertig und jetzt nach dem Rapport 2 Maschen rechts, ein Umschlag, eine heben, die zweite stricken, die gehobene über die gestrickte, eine rechte Masche und eine Randmasche. Das war 17.
Reihe. Wir sind jetzt bei unserer letzten Musterreihe, 19. Eine Masche, die erste ist die Randmasche, danach haben wir einen Umschlag, eine heben, die zweite stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag, eine heben, die zweite stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Danach haben wir eine Masche rechts. Das waren die 5 Maschen vom Rapport und jetzt nach dem Rapport, jetzt die 10 Maschen Rapport, eine Masche rechts wieder und dann haben wir 4 Umschläge und 4 überzogene. Nach der rechten Masche haben wir erster Umschlag, überzogen, zweiter Umschlag, überzogen, dritte, überzogen und vierte. Und wieder eine, überzogen. Dann kommt eine Masche rechts und unser Rapport ist beendet. Und die 5 Maschen nach dem Rapport. Eine rechte, Umschlag, eine heben, die zweite stricken. Die gehobene über die gestrickte. Umschlag, eine heben, die zweite rechts stricken, die gehobene über die gestrickte. Und die letzte ist die Randmasche. Das war die Reihe 20, die Reihe 19, die 20 stricken wir alle Maschen nach links. Denk bitte dran, dass die Umschläge werden auch links gestrickt, weil dadurch entsteht unser Netzmuster. Und ich hoffe, meine Lieben, dass ihr diese Muster verwenden kannst. Der Sommer fängt erst an, das wird wieder ab Wochenende warm, deswegen kannst du aus ganz dünner Wolle, vielleicht Baumwolle, kannst du was Tolles stricken. Ich würde sagen, für Sommer ist das wirklich ganz tolle Muster für sommerliche Projekte. Das war's. Du kannst, wie gesagt, die Skizze kann ich dir zuschicken. Und so sieht das aus, das, was wir heute zusammen gestrickt haben. Das hat mir wieder Spaß gemacht mit euch. Ich würde euch noch ganz schnell sagen, hier bei dieser Skizze, wenn du mehrere Rapports hast für dein Projekt, dann strickst du am Anfang die 5 Maschen vom Rapport und dann so viele Rapports, wie du für dein Projekt brauchst. Das heißt, du strickst die 10 Maschen, dann fängst du wieder an, hier von vorne, von der ersten Masche und so weiter und so weiter. Erst wenn du fertig bist mit deinen ganzen Rapports, was du brauchst für dein Projekt, strickst du die 5 Maschen nach dem Rapport. Das war's, meine Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Tschüss, eure Mira.